Ja, einen wunderschönen Abend hier am Donnerstag, 10. Dezember aus dem Ars Electronica Center. Herzlich willkommen zu Deep Space Live. Und ja, wir haben natürlich ein passendes Programm für die Vorweihnachtszeit uns zusammengesucht, zusammengestellt. Letzte Woche haben wir die virtuelle Krippe vom Linzer Mariendom präsentiert. Wunderschöne Möglichkeit. Übrigens, die können Sie jetzt auch immer die nächsten 2 Wochenende noch hier bei freiem Eintritt im Ars Electronica Center im Deep Space in 3D sich ansehen. Immer von 14 bis 16 Uhr, also Freitag, Samstag, Sonntag, 14 bis 16 Uhr, einfach ins Ars Electronica Center kommen und dann ein bisschen in sich gehen und sich die virtuelle Krippe, die hier im Deep Space zu sehen ist, einfach anschauen. Aber heute, eine Woche später, gehen wir in ein wunderbares Kunstwerk, vielleicht eines der bekanntesten und wichtigsten Kunstwerke, die es in Oberösterreich aktuell noch gibt. Es ist ein Altar und wir machen für diese Erkundung eine kleine Reise, ungefähr 1 Stunde 15 mit dem Auto, nämlich nach St. Wolfgang an den wunderschönen Wolfgangsee und sehen uns dort dann einen Altar an von Michael Pacher. Ich weiß darüber ein bisschen was. Ich habe mir natürlich ein paar Sachen zusammengelesen, wenn ich selber so kurze Präsentationen mache, aber so richtig ausführlich, da braucht es natürlich einen wirklichen Experten und ich glaube, einer der besten Altarexperten in Oberösterreich, in Österreich, den haben wir für den heutigen Abend gewinnen können, Dr. Lothar Schultes, ein Gott sei Dank schon langjähriger Vortragender hier bei uns im Deep Space und ich freue mich riesig darauf, dass ich wieder ein bisschen das aufgefrischt bekomme, was ich schon weiß vom Pachaltar. Ja. Wir werden hier hineinzoomen können. Das ist vielleicht nur wichtig, wenn Sie dann den Vortrag sich ansehen. Das Bild, was wir hier vom Pachhalter haben, das ist keine normale Fotografie, sondern es ist ein sogenanntes Gigapixel. Gigapixel bedeutet, es sind sehr, sehr, sehr viele Informationen, Bildinformationen drinnen. Wie funktioniert das? Der Florian Fockeneder, ein sehr, sehr geschätzter ehemaliger Kollege hier, der hat hier einen ganzen Tag fotografiert, speziell ausgeleuchtet und hat über 250 Einzelbilder gemacht. Er hat sich ein Gerüst gebaut und hat das dann Ganze abgerastert und diese Einzelbilder, jedes einzelne hochauflösend, dann zusammen genäht, zusammengestitcht und jetzt kommt ein Gigapixel heraus und das wird uns helfen, Details zu sehen, die man, wenn man in St. Wolfgang vor dem Altar steht, gar nicht sehen kann. Ich wünsche Ihnen viel Spaß. Ich begebe mich jetzt zur Steuerungseinheit und werde das Zoomen übernehmen. Lieber Dr. Schultes, ich freue mich auf Ihren Vortrag. Ja, auch von mir ein ganz herzliches Willkommen in dieser Vorweihnachtszeit. Dazu passend das Thema der Flügelaltar von St. Wolfgang, das große erhaltene Hauptwerk des Bildhauers und Malers Michael Pacher. Für viele Kunsthistoriker ist der Altar von St. Wolfgang der schönste Flügelaltar überhaupt und dass der noch dazu in Oberösterreich erhalten ist, ist natürlich ein ganz besonderer Glücksfall. Michael Pacher war kein Oberösterreicher. Er stammt aus Südtirol, hatte seine Werkstatt in Bruneck und war zu der Zeit, als er den Auftrag für St. Wolfgang bekommen hat, im Jahr 1471, noch gar nicht so arg berühmt. Also es ist sozusagen ein Verdienst des Auftraggebers, des damaligen Abtes von Stift Mondsee, zu dem St. Wolfgang gehört hat, dass er diesen Künstler, obwohl er also noch keine riesigen Altäre damals noch geschaffen hat, mit seiner bedeutenden und großen Aufgabe betraut hat. Michael Pacher ist so ungefähr, man weiß nicht genau, um 1435 geboren und 1498 gestorben, aber nicht in Bruneck, sondern in Salzburg. Er hat für Salzburg einen Altar geschaffen, für die Franziskanerkirche, der noch viel größer war als der von St. Wolfgang, an dem er 3 Jahre gearbeitet hat und knapp vor dessen Vollendung er verstorben ist. Es hat dann seine Werkstatt den Altar zu Ende geführt. Während aber der Altar von Salzburg leider später in der Barockzeit zerstört wurde, blieb eben der Altar von St. Wolfgang, und das ist eigentlich wirklich das große Wunder, muss man sagen, fast vollständig erhalten, bis auf einige ganz kleine Details, die man an sich, wenn man nicht darauf hingewiesen wird, gar nicht merkt.
dass der Altar gerettet wurde, haben wir den zuständigen Pfarrern zu verdanken. Das erste Mal war der Altar in Gefahr im 17. Jahrhundert, als Barockaltäre reingekommen sind. Und da hat man sich entschlossen, dass man also in den großen Doppelaltar von Thomas Schwanthaler nicht in den Chor stellt, sondern in die Mitte der Kirche vor eine Säule, wo er ja auch heute noch steht. Die zweite große Gefahr war Ende des 18. Jahrhunderts. Damals kam der Auftrag von der Kirche, man möge, man muss in den Altar einen Tabernakel einbauen. Das war eigentlich der Tod von sehr vielen gotischen Flügelaltären, weil man also da eben die Predella weggenommen hat und da einen barocken Tabernakel rein. Und der Pfarrer hat gesagt, er macht das nicht, also das war wirklich Zivilcourage, weil unser Altar der schönste ist, den ich kenne. Und das hat einer gesagt, eigentlich am Ende der Barockzeit. Ja? Das ist ungefähr zur selben Zeit, als Goethe geschwärmt hat vom Straßburger Münster. Also es ist einer, dieser Pfarrer war mit seinem Johann Wolfgang von Goethe einer der ersten großen Entdecker der Gotik, muss man sagen. Es gab dann im 19. Jahrhundert eine große Restaurierung, bei der das Denkmalamt dann schon mitgesprochen hat. Und nach den schlechten Erfahrungen im Käfermarkt hat das Denkmalamt dann gesagt, na, da wird nichts verändert. Und es hat also der Johann Rindt, der dort auch beteiligt war, eben nur das, was wirklich verloren war oder so morsch war, das, was nicht restaurieren hat können, ergänzt. Die Tafelmalereien, also die Flügelmalereien, wurden in Wien von einem Akademieprofessor auf eine Weise restauriert, die eigentlich den modernen Anforderungen schon genügt hätte. Also das war wirklich auch von der Denkmalpflege her eine Pionierleistung, muss man sagen. Und auf diese Weise haben wir also eben jetzt, wie gesagt, den vielleicht besterhaltenen spätgotischen Flügelaltar überhaupt vor uns. Die einzige Veränderung, die passiert ist, ist im frühen 17. Jahrhundert, hat man Teile der Fassung, das ist also die Bemalung, im selben Ton erneuert. Das ist das Einzige, was geblieben ist. Aber die ganze Vergoldung, die Versilberung und so weiter, das ist alles original. Wir wissen über die Entstehung dieses Flügelaltars eine ganze Menge. Das ist mehr als sonst bei einem Altar, und zwar ist der Vertrag erhalten. Das ist wirklich ein Glücksfall. In dem Vertrag, aus dem Vertrag erfahren wir, dass Michael Pacher im Jahr 1471 persönlich nach Monse zum Abt Benedikt Eck, zum Auftraggeber, gekommen ist, und er hatte eine Visierung mit. Visierung heißt ein Blatt, auf dem der Altar aufgezeichnet war, mit allen Details. Wahrscheinlich waren es mehrere Blätter, weil es ja mehrere Zustände gibt. Den Altar kann man ja zweimal öffnen, das ist ein Doppelflügelaltar. Und das heißt, dass der Altar 1471 eigentlich im Kopf von Michael Pacher schon fertig war. Ob er dann später was dann geändert hat, wissen wir nicht, aber im Großen und Ganzen wird er sich an diese Visierung eben gehalten haben. Und aus dieser Visierung geht eben daraus hervor, dass der Altar nach dem köstlichsten und besten, so er es vermag, also Best Quality sozusagen, ausgeführt werden soll. Und es steht auch, welche Teile vergoldet werden sollen und welche Teile versilbert und welche bemalt und so weiter. Also es gibt keinen Teil an diesem Altar, also wo sozusagen man das Holz sieht. Alles ist entweder mit Metallauflagen versehen oder bemalt. Der Altar hat, wir zoomen da jetzt schon rein, einen zentralen Schrein mit vergoldeten Figuren, auf denen die Marienkrönung dargestellt ist, und zwei Flügelpaare. Das ist was Besonderes. Also ein normaler gotischer Flügelaltar hat ja nur ein Flügelpaar, also zwei Zustände. Und hier ist, weil es also so eine bedeutende Wallfahrt war, ein Doppelflügelaltar. Das heißt, man kann den Altar einmal öffnen, ein zweites Mal öffnen, und ein drittes Mal hat man dann diesen Zustand hier.
Also der Zustand der neuen Kunstgeschichten abgebildet ist und den wir auch jetzt vor uns haben, das ist der Zustand, den die Beger im Normalfall nicht zu sehen bekommen haben. Denn normalerweise war der Altar im vollkommen zu. Das war die Werktagsseite. An Sonntagen war also dann einmal geöffnet und an ganz besonderen Feiertagen, also sicher zum Gedenktag des heiligen Wolfgang, also des Kirchenpatron, oder des heiligen Benedikt, das war also der Ordensgründer, war ja von Stift Monze betreut, da war dann dieser Zustand zu sehen, den wir jetzt hier vor uns haben. Ein goldgleißendes Werk, also wie gesagt, das Gold war absichtlich, das Gold war vom Abt so beauftragt und deshalb war der Altar auch einer der teuersten in der Spätgotik. Er hat 1200 ungarische Gulden gekostet. Also diese ungarischen Gulden, die waren gleich mit dem Dukaten bewertet, aber der Stift hatte Geld. Man hat allein durch die Wallfahrt, zu einer Zeit, wo die Wallfahrt dann nicht mehr so ganz am Höhepunkt war, zwischen 15.000 und 18.000 Gulden jährlich eingenommen. Also mehr als das Zehnfache, war also hier sozusagen, ist da reingekommen. Und mit diesem enormen Geldpolster sozusagen war es dann möglich, auch ein so kostbares und teures Werk also eben in Auftrag zu geben. Wenn die Bildprojektion dann wieder startet, dann werden wir in den Altar hineinzoomen können. Michael Bacher hat damals, als er mit dem Auftrag betraut wurde, einen zweiten Altar begonnen, und zwar war das der Altar von Gries, die Tiroler St. Griers bei Bozen. Und da hat er sich verpflichtet, dass er ihn in 4 Jahren liefert. Das heißt, also er war zunächst einmal beschäftigt, also er hat in St. Wolfgang wahrscheinlich nichts gemacht und erst ab so 1475 sowas hat er begonnen und 1481 war er dann fertig. Das werden wir dann noch sehen. Also da gibt es eine Künstlerinschrift, die auch dieses neue Selbstbewusstsein des Künstlers demonstriert. Also das gibt es nur ganz selten, dass also ein Künstler in großen Buchstaben auf seinem Werk sich verewigt hat. Ja, hier also die Feiertagsseite. Wir beginnen rein zu zoomen in die erste der Marienszenen. Also Sie sehen, es ist ein Marien- und Christusaltar, also im Zentrum krönt Christus die Gottesmutter. Und daher ist das Ganze also umgeben von Szenen, wo Maria und der kleine Jesus vorkommen. Also die Jugendgeschichte Christi, beginnend also mit der Geburt. Die Verkündigung ist übrigens, werden wir dann noch sehen, um im Gesprenge zu sehen. Was wir hier schon einmal sehr deutlich sehen, ist, dass Bacher sich von anderen Malern der Spätgotik durchaus unterscheidet. Normalerweise war es also in deutschen Landen nicht üblich, dass man also zum Beispiel im Hintergrund perspektivisch getreue Stadtansichten darstellt. Das gab es eigentlich damals nur in der italienischen Malerei und es ist ziemlich sicher, dass Bacher seine Ausbildung als Maler eben nicht in Deutschland, sondern in Oberitalien absolviert hat und das damals modernste, was es überhaupt gegeben hat, gekannt hat, und zwar waren das die Wandmalereien von Mantegna in Padua, die ja leider dem Zweiten Weltkrieg zum Opfer gefallen sind. Aber Bacher hatte sie natürlich ganz frisch und in den tollsten Farben gesehen. Bacher war der erste Künstler nördlich der Alpen, die es verstanden haben, als eine Perspektive exakt zu konstruieren. In Italien hat man die exakte Perspektive ungefähr um 1420 im Umkreis von Brunelleschi erfunden. Und die Italiener wussten das, aber die Maler der Gotik, die haben das sozusagen nicht zur Kenntnis genommen, hat sie wahrscheinlich auch nicht interessiert. Bacher hingegen sehr wohl. Also wir haben hier einen Einblick in eine mittelalterliche Stadt, die so also ein bisschen ausschaut wie Sterzing.
Das Lustige an Bacher, das kommt immer wieder vor, das sind diese Steine, die da so wie Kugeln ausschauen und die ihm die Möglichkeit geben, so Licht und Schatten auch zu zeigen. Also es wirft jeder der Steine auch einen eigenen Schatten. Das ist auch etwas, was eigentlich früher den Künstler nicht so in den Sinn gekommen ist. So, schauen wir uns jetzt die Figuren an. Also auch die Figuren selber zeigen natürlich, dass dem Bacher perspektivisch richtige Darstellung am Herzen lag. Also Sie sehen, das Göskind liegt nicht bildparallel, das wäre viel leichter gewesen, sondern er ordnet schräg in die Tiefe an und dadurch verkürzt sich natürlich auch der Kopf und man sieht, also er kann das, er hat den Manten ja wirklich gut studiert. Und ganz ähnlich ist es dann mit Ochs und Esel. Auch die stehen sozusagen schräg ins Bild rein und auch der Ochse ist also wirklich hier ganz richtig und exakt in der Verkürzung wiedergegeben. Man sieht in der Vergrößerung auch, also Bacher bemüht sich auch, die Stofflichkeit exakt wiederzugeben. Also man hat richtig dieses schöne weiche Fell von diesem Ochsen, das spürt man fast. Das Ganze ist sehr detailreich im Hintergrund, also da sieht man die Hirten, denen gerade die Engel verkünden, was da passiert ist. Also einstweilen haben sie es offenbar noch nicht gehört, also sie unterhalten sich da noch. Und da oben sehen wir also dann die Engel, die den Ganzen da vom Dachstuhl aus, von diesem Stall beiwohnen. Und wie kühn also Bacher da ist, sieht man also an diesem Engel, der also da wirklich also ganz toll kühn, muss man wirklich sagen, verkürzt ist, da fast runterzustürzen droht. Also es war ihm nichts zu schwierig. Also er wollte wirklich hier sein Können zeigen. Ja, da haben wir schon das letzte Mal drüber gewitzelt, dass also der Engel hier also diese Raute macht, die wir also von gewissen deutschen Politikerinnen auch kennen. Aber er faltet natürlich die Hände, klarerweise. Ja, und der Detailreichtum ist ja wirklich unglaublich. Also er hat offenbar auch Zimmermannskunst studiert, also so wie der diese Holzdübel da, oder sind es, nein, es ist aus Metall, ne? Ja. Also wie die da diese Holzkonstruktion da zusammenhalten. Also wie gesagt, das hat er alles ganz genau studiert und auch da stimmt die Verkürzung und stimmen Licht und Schatten doch eigentlich erstaunlich gut. So, zoomen wir dann runter zur nächsten Szene. Er erzählt also hier dann, wie es weitergeht. Das Kind wird beschnitten für jüdische Knaben. Ein Muss sozusagen, einige Tage nach der Geburt, also dass das Kind also eben im Tempel beschnitten wird. Und weil Jesus eben etwas ganz Besonderes ist, also kein normaler Junge, deshalb wird die Beschneidung nicht vom Mohel durchgeführt, sondern vom Hohepriester selber. Der Mohel, nehme ich wohl an, ist dieser Herr da, der assistiert ihm nur. Und dadurch ist natürlich das spätere Königtum Jesu auch angedeutet. Nicht? Also der hohe Priester, der diese so eine Art Mitra-Krone, sehr wunderschön, also mit echten Steinen und Flussperlen besetzt, das nimmt also sozusagen die Krone dann vorweg, die Christus ja dann in der Mittelszene dann trägt als Auferstandener. Die Räume sind natürlich gotisch, klarerweise. Also das hätte wahrscheinlich Verblüffen ausgelöst, wenn Bacher hier in St. Wolfgang einen Renaissance-Raum, eine Renaissance-Kirche gemalt hätte. Und das war wahrscheinlich auch vom Stift aus so vorgesehen. Ein bisschen erinnert das an die Stiftskirche vom Mondsee, es ist aber nicht die Kirche. Und auch da sieht man, dass er sich das also ganz genau angeschaut. Also das sind also überall so metallene Zugstangen, wie man es ja tatsächlich in gotischen Bauten immer wieder findet. Ach, die Rippen, ne, die da Schatten machen. Also ganz stimmt es dann nicht, also da mit dem Schatten, aber meistens schon, ja. So,
Dann gehen wir in der Erzählung, ja, der Plattenbelag ist vielleicht auch ganz interessant, der kommt nämlich hier dann wieder und das ist natürlich schon ein bisschen Renaissance, denn diese Plattenbelege, die kennen wir von italienischen Renaissancekirchen. Aber der Raum selber, also der Tempel, in dem das Kind also hier dargebracht wird, ist wieder ein schöner gotischer Raum mit einem Baldachin. Solche Baldachinaltäre gibt es ja um die Zeit, also im Stephansdom in Wien zum Beispiel stehen ja mehrere von diesen schönen spätgotischen Baldachinaltären unverändert. Das Kind wird also von den Eltern, Maria und Josef, im Tempel dargebracht. Das heißt, er ist der Erstgeborene und er wird Gott geweiht. Und die Eltern lösen das Kind sozusagen dann aus, indem sie statt des Kindes also dann eben Tauben opfern. Es ist damals üblich, dass also Josef relativ alt ist, also damit man die glaubt, also dass Maria Jungfrau ist, aber im Laufe der Zeit wird der Josef dann durchaus auch öfters jünger dargestellt. Auch da wieder interessant, diese kühne Perspektive, also man glaubt ja fast, der Künstler liegt auf der Erde, also das richtige Froschperspektive, also er schaut von unten rauf und schaut sich das Ganze von unten an, das ist aber auch diese tolle Verkürzung des Altars und da gibt es also ganz herrliche Details, wie da zum Beispiel dieses Muster, das ist möglicherweise ein italienischer Stoff, aber ich glaube, das hat noch niemand untersucht. Interessant dann auch der Altar, nicht? Also das ist natürlich ein gotischer Altar, der da in Jerusalem im Tempel steht mit gemalten Figuren und gotische Scheibenleuchter mit den ganz naturalistisch wiedergegebenen Kerzen. Also man sieht da jeden Wachstropfen, der da runter rinnt und auch die Flamme ist also wirklich für Spätgotik erstaunlich überzeugend wiedergegeben. So, und jetzt gehen wir da zum nächsten runter. So, und hier ist das Ende von Mariens Leben. Also das ist sozusagen eine Zeitraffer-Version, so eine Kurzfassung sozusagen der Vita der Jungfrau Maria. Maria stirbt, also sie ist nicht gealtert, das steht also in diversen Legenden, also dass sie auch im Alter dann noch jugendlich geblieben ist. Und die Apostel kommen aus allen Weltteilen herbei, wie es natürlich ein großes Wunder, werden da von Engeln herbeigetragen und sie umringen die sterbende Maria. Der heilige Petrus reicht ihr die Sterbekerze, also dieselbe Kerze wie da bei der Darbringung im Tempel. Und er liest also hier das Totenoffizium aus einer sehr schönen Handschrift. Sie sehen, da sind überall die Marker drinnen, also damit der Priester, der die Messe liest, also dann genau weiß, wo er aufschlagen muss, dass er nicht hin und her blasen muss. Und die Handschrift hat also dann auch so schöne Buckel. Das hat den Sinn, dass man den Einband nicht beschädigt, wenn man Bücher nebeneinander stellt oder wenn man das Buch irgendwo abstellt. Ganz wunderbar und detailreich ist das Pluviale des heiligen Petrus. Also so darf man sich prunkvolle Messgewänder der Zeit natürlich wirklich vorstellen. Also wieder offenbar mit Flussperlen besetzt und eine goldene Schließe, wieder mit Edelsteinen und größeren Perlen. Also er hat das auch ganz genau studiert. Also so schauen wirklich die Fassungen von Edelsteinen aus. Also einer der Apostel hat, das ist also immer so das Zeichen der Gelehrsamkeit, einen Zwicker. Also das ist damals eine relativ moderne Erfindung gewesen. Ob man damit sehr gut gesehen hat, ist die Frage, also weil die Kunst sozusagen ein Brillenglas zu schleifen, das war damals noch nicht so weit. Aber immerhin, es ist so ein Attribut der Gelehrten dann geworden. Und die heulen also alle wie die Schlosshunde. Also das ist auch sehr, sehr interessant. Also er versucht, die gläubigen Menschen, die ja wahrscheinlich großteils einfache Menschen waren, beim Gefühl, bei der Emotion zu packen und sie dadurch eben mitzureißen.
Ja, sehr schön, zum Beispiel auch diese Architektur sozusagen des Bettes. Also das ist aus der Kathedralarchitektur übernommen, dann auf die Möbel. Also Maria gebührt natürlich ein ganz besonders prunkvolles Bett, klarerweise. Dann wie ein Messinggefäße zum Beispiel darstellt. Also das spiegelt natürlich im Licht das polierte Messing. Also das hat er natürlich alles gewusst, wie sowas geht, oder der Glanz auf den Haaren. Also all die Details sieht man natürlich vor Ort nicht, also auch nicht mit einem Fernglas, weil es also A, in der Kirche natürlich die Beleuchtung nicht so gut ist und B, man ja nicht so nah ran kann. So, wenn wir also dann zur Predella zoomen, eben sieht man hier auch den Altartisch, das ist der Originale. Und da liegt also eine Platte drauf, also das da unten ist Stein, nicht? Aber da drauf liegt also eine Marmorplatte und dann haben wir ausgerechnet, die hat 27 Tonnen. Also man muss sich vorstellen, das ist in einem Stück gebrochen, in Adnet, in den Steinbruch, und dann dorthin transportiert. Das ist eine logistische Leistung, die auch sozusagen was hat. Und was man dann noch sieht, ist, in jedem Altar sind an sich Reliquien eingelassen. Also bei der Weihe, die hat 1477 schon stattgefunden, da hat man nur den Tisch einmal geweiht, also war vom Altar noch nichts da. Und da hat man Reliquien, entweder vom heiligen Wolfgang, ich weiß nicht, also, vielleicht hat es wer mal untersucht, oder vom heiligen Benedikt hier eingelassen. Und das ist also dann hier dann verschlossen worden. Ja, wenn wir dann raufgehen zur Predella, also die Predella ist sozusagen der Sockel, auf dem der eigentliche Altar steht. Und in dem Vertrag steht schon drinnen, also da soll die Anbetung der Könige drin sein. Und ein lustiger Passus ist im Vertrag, also wenn das nicht reicht, um die Predella zu füllen, dann sollen noch andere Figuren dazu erfunden. Also man sieht, es hat gereicht, also es ist die Maria mit dem Kind, die heiligen drei Könige und der heilige Josef. Der schaut auch ein bisschen aus wie ein König, nur hat er keine Krone auf, weil der hat auch schon ein Gefäß. Das heißt also, der erste König hat das Gefäß schon abgeliefert und der heilige Josef hat es da schon in Empfang genommen. Auch Goldschmiedegefäße hat also der Bacher, wie man sieht, sehr schön studiert. Also solche sind wirklich erhalten in Wien, im Kunsthistorischen Museum zum Beispiel oder im Germanischen Nationalmuseum in Nürnberg. Da gibt es also ganz ähnliche Dinge, diese Arbeiten sind meistens, nicht immer, aber doch meistens, eben aus Nürnberg gekommen. Also der Albrecht Dürer, der Vater vom Maler zum Beispiel, der war regelmäßig in Linz am Markt und hat also da seine Goldschmiedearbeiten verkauft. Ja, es ist umstritten, ob dieser Teil eigenhändig von Bacher ist oder ob da ein Mitarbeiter dran beteiligt war. Also wenn man das Gesicht von der Maria, also bitte sich das zu merken, mit dem Gesicht der Maria im Schrein oben vergleicht, dann ist die so ein bisschen mädchenhafter, schaut eigentlich aus wie ein kleines Mädchen, und zarter und runder. Und oben ist Maria also sozusagen gereift, eine schöne, erwachsene Frau. Aber möglicherweise war das sozusagen im Repertoire des Michael Bacher, also eben alles enthalten. Also es muss nicht auch unbedingt immer ein Mitarbeiter sein. Wenn Sie vielleicht 2002 in Linz im Schlossmuseum waren und diese Gotikausstellung gesehen haben, da war dieser heilige König da, der war im Original da. Das war wirklich eine Sensation, weil der war noch, so viel ich weiß, vorher und nachher nie wieder ausgeliehen. Also so ein fescher Jüngling, der jüngste König, der darf immer modisch daherkommen und deshalb hat er also eben so ganz enge Beinlinge, also da kommt sehr sexy daher, und diesen riesengroßen Turban, also der natürlich andeuten soll, er kommt aus dem Osten. Auch ein sehr jugendliches Lockenköpfchen. Und wenn wir da schon hergezoomt sind, also ganz interessant ist auch der Rahmen, also da klettern sozusagen einige Figuren darauf und das kann man
identifizieren. Also man sieht, das sind also Weinranken mit schönen Trauben, also ein Brunet gibt es ja Wein. Und das sind Begleiterinnen der Königin von Saba, die also da so schöne Gefäße bringen. Man hat in der christlichen Kunst also immer wieder versucht, sozusagen aus dem Alten Testament irgendwelche Ereignisse zu finden, die auf Jesus vorausweisen. Und so ist es also eben auch, dass die Königin von Saba zum König Salomo kommt mit Geschenken, und die Geschenke sind ganz ähnlich wie die Geschenke der Könige. Also da ist eine der Begleiterinnen, dann geht es darum weiter die nächste, die hat auch so ein Ding in der Hand. Und da oben dann, da liegt sozusagen die Königin von Saba vor dem König Salomo. Also die wirft sich da fast zu Boden, aber es geht ja nicht anders, weil das ist ja der Rahmen sozusagen. Und die Damen, die haben also dann meistens also so ein modisches Käppchen auf, und die Begleiterinnen, die haben diese typische Hörnerfrisur, die damals gerade aufgekommen ist aus den Niederlanden. Das war sozusagen der letzte modische Schrei. Und auf der anderen Seite haben wir dann den König David. Das ist dieser, der also da, so wie wenn er nachdenken oder träumen würde, da liegt. Es ist aber so, er dürstet bei der Belagerung von Bethlehem, Altes Testament. Und dann kommen drei Helden und sind natürlich als Ritter dargestellt mit schöner Rüstung. Also das ist Rüstung von 1470 sowas, und bringen ihm Wasser in Krügen. Und auch das natürlich würde gedeutet als Vorwegnahme der Könige, die da dem Christkind huldigen. So, und jetzt können wir dann rauf in den Schrein. Das ist jetzt sozusagen die große Hauptszene, wo sich Bacher also dann sozusagen austoben konnte, wo er wirklich seine Kunst zeigen konnte. Also schon gesagt, nach dem köstlichsten und besten, so er es vermag, hat er das gemacht. Und hier herrscht auch die vollkommene Vergoldung vor. Wir sind auf die Vergoldung dann zum Teil Muster gemalt, um kostbare venezianische Brokatstoffe zu imitieren oder eben Stickerei zu imitieren, wie zum Beispiel hier. Das ist Stickerei in Anlagetechnik. Also Sie müssen sich vorstellen, das ist also Stoff, wo man also so mit so einer Art Watte dann Figuren modelliert. Und die Figuren sind dann also ganz aufwendig eben mit kleinsten Perlen bestickt. Und das Ganze ist also wie ein geschnitztes Relief, ist aber sozusagen aufgelegt in einer speziellen Technik. Was man hier auch angeschnitten sieht, die Engel, die singen natürlich bei dieser Zeremonie und haben also da Notenblätter in der Hand. Ich weiß nicht, ob mal jemand versucht hat, ob man das nachspielen kann. Es sind 16 Engel, die also da die Gruppe begleiten. Zum Teil also eben paarweise angeordnet. Und was in St. Wolfgang also eben auch das Besondere ist, es sind ja sozusagen drei Szenen hier, die durch Pfeiler also da eben getrennt sind. In der Mitte krönt Christus Maria, die also da in den Himmel aufgenommen worden ist. Das Ganze ist eigentlich wie eine weltliche Krönungszeremonie, also die Krönung eines Kaisers hat also ganz ähnlich stattgefunden. Und drüber schwebt die Taube des Heiligen Geistes. Das ist ikonografisch völlig einmalig. Also das gibt es das ganze Mittelalter sonst nicht. Also dass Christus und der Heilige Geist die Maria krönen. Also normalerweise Christus, Gott, Vater, Heiliger Geist, also die ganze Dreifaltigkeit, aber Christus allein oder Gott Vater allein gibt es auch. Das ist völlig einmalig. Und man hat überlegt, also wo kann jetzt Gott Vater dargestellt gewesen sein? Dann gibt es hier, es ist ja alles ganz voll, nicht? Also es ist sozusagen Horror-Vakuum, nicht? Also kein freier Platz mehr, aber es gibt einen freien Platz, das ist da. Und da gibt es also einen Kollegen, der meint, dass also hier eine Büste von Gott Vater angebracht war,
Weil hier ist, das ist wirklich seltsam, ne? Das ist da wie abgesägt. Und da fehlt sichtlich was. Und es wäre ja so möglich, dass da sozusagen dann die Dreifaltigkeit vollständig gewesen wäre. Die Architektur ist ganz kompliziert und aufwendig. Also man hat den Altar also nie wirklich ganz zerlegt. Also es wäre sowieso zu befürchten gewesen, dass man den nicht wieder so zusammenkriegt. Als der Altar zusammengebaut worden ist, das weiß man, weil es in Abarbeitungsspuren an den Figuren ist, es nicht ganz ausgegangen. Also die Figuren waren zum Teil zu groß und man hat sie müssen dann mit der Hacke etwas kleiner machen. Also das Ganze ist also so ein Puzzle eigentlich. Es gibt manche Leute, die glauben, dass das in der Werkstatt in Bruneck fertig sozusagen gemacht worden ist und dann wieder zerlegt und dann eben nach St. Wolfgang transportiert. Und der Transport ist auch genau festgelegt worden, also von der Werkstatt über den Brenner mit Karren, dann bis Hall. In Hall ging es dann aufs Schiff, also auf den Inn, und am Inn ist man dann bis Braunau. Und in Braunau ging es dann wieder auf Karren und von Braunau, das hat das Stift dann organisiert, ging es dann eben erst nach St. Wolfgang. Ich war in der Werkstatt von Bacher, die gibt es noch, die kann man anschauen. Es ist eigentlich kein Raum, wo man den Altar, als ein Ganzer sozusagen aufstellen hätte können. Also Bacher hat sicher nur sozusagen Einzelteile dort zusammengebaut, aber das große Puzzle dann gelöst, hat er dann erst vor Ort. Und dann ist noch etwas passiert, also das dürfte eigentlich einem Künstler nicht passieren, der Altar war um 60 cm zu groß und man musste ihn absägen. Also das hat auch ein Restaurator bei der letzten Restaurierung festgestellt, nicht? Dass da wäre also dann noch eine Filiale oben dran gewesen und das ist also da leider da gekappt. Nicht? Immer, man merkt es nicht, aber es ist auch vielleicht ganz ein lustiges Detail. Ja, die Architektur ist sehr modern, also diese gedrehten Fialen, wie wir sie da sehen, noch runter, also das ist gerade keine gedrehte, aber ja, da gibt es ganz lustige Details, also das schaut ein bisschen aus wie Brezen, ja, also das ist auch das da, das ist sehr originell, ja. Und unten gibt es dann also eben Fialen, die so ineinander gedreht sind und die sich dann so komisch verkrümmen wie hier. Also das war damals wirklich so das Allermodernste, das gibt es dann erst eigentlich um 1500 in der Art allgemein. Also Bacher war da auch irgendwie, was die Architektur betrifft, also durchaus ein Pionier, ein Avantgardist. In der Predella sind dann natürlich auch Figuren, und zwar kommt es am ganzen Altar sonst die Kreuzigung nicht vor. Also die ist hier oben, also pardon, im Gesprenge, ich habe mich versprochen, im Gesprenge dargestellt, also da gekreuzigt in der Mitte mit Maria, die hier trauert, und dem heiligen Johannes, Evangelisten, der auf Christus raufweist. Und die werden begleitet von zwei Figuren, von denen die eine für Monza sehr wichtig ist. Die Stiftskirche von Monza ist nämlich dem heiligen Michael geweiht. Deshalb ist er hier dargestellt. Der Michael, der also hier den Teufel in Gestalt eines Drachen bezwingt und der die Seelen wiegt. Also hier ist die Seele eines Verstorbenen und auf der anderen Seite versucht, also dass ein Teufel die Waage zu seinen Gunsten zu beeinflussen. Aber wir sehen da, der kommt in den Himmel, also seine Seele ist schwerer. So, und hier sehen wir also dann doch diese gedrehten Fialen. Ja. Ja. So, der Michael hat diesen Krieger Gottes, nicht? Natürlich auch wieder eine sehr schöne zeitgenössische Rüstung. Und rechts ist der heilige Johannes der Täufer, den man, glaube ich, recht leicht erkennt an dem Lamm, nicht? Also der auf Christus hingewiesen hat und gesagt hat, seht das Lamm Gottes. So, auch das sieht man natürlich mit freiem Auge fast nicht. Wenn wir
weiter runter gehen. Ja, und ich glaube, jetzt können wir dann zum nächsten Zustand wechseln. Also wenn wir das jetzt noch auf uns... Also pardon, ich habe vergessen. Natürlich also außer der Marienkrönung mit den vielen Engeln, die also da das Tuch ausbreiten, die singen, die also hier auch ein Tuch halten, bei dem es so aussieht, als ob sie hier so einen Schrein enthüllen. Also es liegt da oben ein Tuch und das Tuch fällt darunter und man hat den Eindruck, die heben das Tuch hoch, sodass man so dann diese Schreinarchitektur sieht. Und es gab die Idee, also kann sein, kann es nicht beweisen, dass damit sozusagen angedeutet werden soll, hier ist ein Schrein des heiligen Wolfgang. Also er wäre hier begraben. Er ist natürlich nicht, aber die St. Wolfganger haben von dem heiligen Wolfgang eigentlich nichts. Und man erweckt hier sozusagen die Illusion, als ob also hier ein Schrein des heiligen Wolfgang wäre. Ja, das ist ungemein originell, die Engel, nicht? Also wie der also da fast zu sprechen scheint, oder der da, der auch da singend den Kopf erhebt. Ja, und flankiert werden, also wird die Hauptgruppe vom heiligen Wolfgang. Den erkennt man an dem Kirchenmodell. Der heilige Wolfgang hat ja angeblich eigenhändig die Kirche von St. Wolfgang erbaut. Der muss also als Kirchenpatron natürlich hier dargestellt sein, klarerweise. Und auch hier sieht man wieder diese wunderbare Technik, in der also da diese kleinen Perlen da aufgetragen sind und die also da so echte Stickerei also eben täuschend nachmachen. Ja, man sieht an dem Foto, das ist mein Erfolg nach der erste Tag, man sieht da sogar jedes Wurmloch. Also es ist wirklich unglaublich. Ja, da. Also da ist offenbar irgendwas einmal beschädigt worden und das sieht man so dann doch. Es gibt ihn, den Wurm. Obwohl man muss dazu sagen, der Altar ist aus Zirbelkiefer. Also die Südtiroler Künstler haben also so gut wie alle ihre Altäre aus Zirbe gemacht. Und die Zirbe mögen unsere Würmer an sich, Gott sei Dank nicht. Wohingegen sie also wie verrückt nach Lindenholz sind. Also deshalb eben zum Beispiel im Käfermarkt das furchtbare Problem, also eben mit dem Holzwurm, das hier eigentlich nie so Gas bestanden hat. So, und auf der anderen Seite haben wir den heiligen Benedikt. Das ist der Ordensgründer, den Mondseser Benediktinerkloster. Und es ist der Namenspatron des Stifters, des Abtes Benedikt Eck von Wilsbiburg, der den Altar in Auftrag gegeben hat. Also der hat natürlich darauf Wert gelegt, dass der Heilige hier zu sehen ist. Das ist ein Noppenbecher, also ein Glasgefäß, und da kommen Schlänglein hervor. Das deutet an, der heilige Benedikt, wenn die Regel so streng war wahrscheinlich, ist fast einem Giftanschlag zum Opfer gefallen. Und er ist aber gewarnt worden und es kam das Gift also in Form von so Schlänglein heraus. Also das ist hier dargestellt. Besonders toll ist der Kopf des heiligen Benedikt, also das ist also ein richtig realistisches Porträt, also man hat wirklich den Eindruck, das ist ein Mensch aus Fleisch und Blut, und anhand von diesem Kopf hat man immer wieder zu beweisen versucht, dass Michael Pacher in Italien Werke von Donatello, also der italienischen Frührenaissance, studiert hat. Es gibt von Donatello wirklich eine Figur, die ganz ähnlich aussieht, die an San Michele in Florenz, die also immer wieder zum Vergleich herangezogen wird. Also das unterscheidet sich von normaler Spätgotik natürlich doch gewaltig. Maria ist als Jungfrau, darf sie natürlich die Haare offen tragen und sie hat, wie die Kaiserin Eleonore von Portugal, die ja bodenlanges Haar gehabt hat, eben auch bodenlange Haare. So, nächster Zustand bitte. Also den Sonntagszustand, ja, also einmal zu.
So, wir haben jetzt also im Sonntagszustand eine vollständige Bilderwand vor uns. Also da, die Flügel sind ja reingemalt, also wir haben keine Reliefs, wie es zum Beispiel in Christ bei Bozen ist, sondern also eben eine Wand mit je einem Bildpaar übereinander, also acht je Ansicht. Hier ist was ganz was Seltenes dargestellt, und zwar ist das die dass das Wirken Jesu, das irdische Wirken Jesu. Normalerweise haben wir auch in spätgotischen Flügelaltären ja immer nur die Jugend oder die Passion, die da ganz fehlt, also nichts Blutrünstiges, sondern Szenen aus seinem Leben, beginnend mit der Taufe im Jordan, also der Johannes der Täufer, den wir schon einmal gesehen haben im Schrein, ist hier dabei, Christus im Jordan zu taufen, und Engel, die ja an die Engel bei der Geburt erinnern, die halten also ein Gewand für Jesus bereit. Wenn wir dann hier weitergehen, also hier das nächste ist die Versuchung Christi, auch ganz selten dargestellt. Der Teufel, also kein so ein fantastisches Gebilde wie bei Hieronymus Bosch oder wo wir das herkennen, sondern auch ein Mensch aus Fleisch und Blut, der eben nur an den Hörnern als Teufel zu erkennen ist, also ein wirklich ernstzunehmender Gegner, und er weist also hier darauf hin, ja, verwandle doch die Steine in was zu essen, oder er führt ihn also eben hier auf die Zinne des Tempels, wo er ihm sagt, stürz dich doch hinab, es wird dir schon nichts passieren, bist du der Sohn Gottes. Oder hier, wo er ihm alle Reiche der Welt zeigt, von der Bergespitze, und dann aber doch in Gestalt des Teufels, wie wir ihn heute kennen, dann eben entflieht. Sehr schön ist die Architektur hier, also auch da hat Bacher wiederum also so einen Vorbau einer gotischen Kirche ja doch sehr getreu studiert. Also solche Altane haben damals dazu gedient, Heiltümer zu zeigen. Also das hat einen Sinn, dass Christus da sozusagen auf so einer Art Heiltumstuhl steht. Da oben, das ist also der Ort, wo man normalerweise dann die Reliquien dem Volk gezeigt hat. In Nürnberg zum Beispiel, in der Frauenkirche, gibt es das noch. Nächstes ist die Hochzeit zu Kana, wo der Wein ausgeht. Sie haben keinen Wein mehr, und Christus geht also da mit Maria, die also hier einen Heiligenschein hat, und einer Magd, und verwandelt also das Wasser in Wein. Übrigens, Bacher macht sich Gedanken, also wie kann er das sozusagen überzeugend darstellen? Also wenn man dem biblischen Text folgt, dann kommt man auf ungefähr 600 Liter Wein. Nicht? Also das sind diese großen Wasserkrüge, wie sie so im Heiligen Land vor den Häusern stehen. Das hat er sich gedacht, das gibt es ja nicht, nicht. Und hat also normale Krüge, wie man es halt eben bei der Tafel hat, stattdessen hier genommen. Also das ist sozusagen durchaus ein realitätsbezogener Teil seines Schaffens. Interessant auch zum Beispiel also da diese Figur da im Hintergrund, das ist also offenbar der kleine Schenk, der Mundschenk, der also da schon so einen Krug bringt und an die Tafel geht und den da serviert. Also auch wieder mit dieser sexy Kleidung da, nicht mit diesen ganz engen Beinlingen, die also damals so die allerneueste Mode waren. So, und hier, also hier geht es ums Trinken und hier geht es ums Essen, die wunderbare Brotvermehrung. Die Menschen sind hungrig, sie lagern sich, und die Apostel verteilen also das Wenige, das vorhanden ist, ein paar Fische, ein paar Brote, und alle werden satt. Was Bacher weniger ein Anliegen war, war die Landschaft. Also die schaut da ganz seltsam aus, nicht? Also das ist fast wie Kinderspielzeug. Also das kennen wir von den alten Niederländern, also von Van Eyck und Rogge und so weiter, kennen wir natürlich viel überzeugender. Also wie gesagt, es hat ihn nicht alles gleich interessiert. Das ist eine Szene, die gibt es eigentlich nur hier. Also ich kenne die
die Darstellung sonst also von keinem anderen Werk. Und zwar ist das die versuchte Steinigung Jesu. Also Jesus ist im Tempel, er erklärt ihnen, ich bin der Sohn Gottes und ich war längst, bevor Abraham war. Und die finden das, also das ist ein Wahnsinn, ich meine, das kann ich nicht sagen. Und sie suchen Steine und versuchen ihn zu steinigen, also schon zu steinigen, also so steht es in der Bibel. Und das Ganze ist also sehr, sehr dramatisch inszeniert. Die Zuhörer sind also wirklich ganz erbost und einer hat da schon einen Stein und holt da also aus. Und die anderen bücken sich gerade, um Steine aufzuheben. Und das Tolle daran ist, der eine ist also sozusagen von vorne, also er schaut also fast aus wie so ein Sprinter, nicht? Also der da gerade losrennen will. Und der andere ist eigentlich in derselben Bewegung dargestellt, nur von hinten. Also er scheut sich nicht, dass er sozusagen ein menschliches Hinterteil sozusagen ins Zentrum eines Bildes zurück. Nicht? Also das ist ja sozusagen genau in der Diagonale fast, nicht? Das ist dieser Hinterteil. Also vielleicht hat er auch Humor gehabt, ne? Das könnte sein. Wieder ein sehr schöner gotischer Innenraum mit einem Lettner. In Mondsee in der Stiftskirche wissen wir ja, dass es einen Lettner gab. Also Stiftskirchen waren also meistens durch eine Schranke getrennt, die also den Raum für die Mönche von dem Raum für die Laien getrennt hat. Also vielleicht ist der in Mondsee damit gemeint. Und Christus sozusagen verschwindet da mehr oder weniger durch die Tür, er drückt sich da in die Nische. Bacher hat das ausgenutzt, indem er also da wirklich so ein spätgotisches Kirchentor gemalt hat. Ja, ist natürlich sehr traurig, nicht, dass er da also auf solch eine Reaktion stößt. So, und hier ähnlich dramatisch, vielleicht noch dramatischer, also ein richtiger Zornausbruch Jesu, also nicht so sanft in der Bibel, wie man glaubt, sondern also hier rastet er richtig aus, also er macht sich da eine Geißel und die ist also da wirklich sehr schön, also so wie diese römischen Geißeln halt sind, dargestellt und schlägt also die Wechsler und die Händler und haut ihre Tische um und vertreibt sie also eben aus dem Tempel, der eben hier wieder eine gotische Kirche ist. Und die Bewegung, also er dreht sich sozusagen hier um die eigene Achse, hat also Bacher in seiner ganz absurden Fußstellung wiedergegeben. Das macht er öfters. Ja? Also das ist nicht, weil er nicht gewusst hat, wie die Anatomie geht, sondern also eben um diese Bewegung auszudrücken. Ja, und hier also der umgestürzte Tisch mit den Münzen und allerlei, was da auf der Erde liegt. So, nächstes ist die Szene mit der Ehebrecherin. Eine Ehebrecherin wird vor Christus geführt und er sagt nichts, er schreibt nur am Boden. Und als er dann aufblickt, sagt er, wer von euch ohne Sünde ist, werfe den ersten Stein und allmählich verschwinden eben alle. Und man sieht also, die nehmen da schon Reis aus, weil sie eben sehen, dass sie eben da keine Chance haben. Und die Ehebrecherin, die ist natürlich als Modewuppe, also wie aus dem Schaufenster sozusagen gekleidet. Die hat also die allerneueste Mode mit eben dieser Hörnerhaube, die Prediger damals mit den Hörnern des Teufels verglichen haben. Und ihre Sündhaftigkeit sozusagen, die zeigt Bacher hier also allein schon an ihrem Äußeren. Was er hier übrigens auch zeigt, ist ein Himmel, gibt es ja nur mal ganz selten, dass der verwendet wird. Also in meiner Jugend ist das in den Kirchen noch verwendet worden, also zu von Leichnam. Übrigens auch der Begleiter hat natürlich eine ganz modische Kappe. Also das war eben damals auch so der Dernier Cri. So, und ganz sensationell, und das ist wirklich sozusagen das Erstaunlichste, man muss sich vorstellen, 1475, 81 ist das, in der deutschen Malerei ist diese Auferweckung des Lazarus wiederum aus der Froschperspektive. Also man glaubt ja fast, er liegt hier am Bauch und schaut sich das also von Fußboden aus an. Er schaut also den Teilnehmern von unten sozusagen ins Gesicht und er
versetzt den Betrachter sozusagen in die Lage des Lazarus. Also der hat fast den Eindruck, er liegt da begraben in diesem offenen Grab. Und man sieht also, erwacht gerade zum Leben. Also die Binden lösen sich und einer der Apostel löst hier also schon die Binden und der Lazarus erhebt sich. Das Grab hat also seinen Baldachin und man schaut also da in dieses gotische Gewölbe, aber es ist ein Renaissancebau und man weiß ganz genau, woher der Michael Bacher dieses Motiv hat. Es ist nämlich wirklich in einer Zeichnung überliefert. Er hat es von Mantegna. Er hat sich das rausgezeichnet aus einer Wandmalerei von Mantegna. So, jetzt können wir dann noch zur Predella gehen. Also auch die Predella kann man natürlich schließen. Nicht? Sie können sich erinnern, da war also die Anbetung der Könige. Und wenn man das zumacht, haben wir die vier lateinischen Kirchenväter. Hieronymus, Augustinus und Ambrosius. Also Hieronymus erkennen wir, also dann das Kardinal ist mit dem Löwen, dem er also da einen Dorn mit der Pinzette, einen Dorn aus der Pfote entfernt. Ja. Ambrosius hat also das Kind in der Wiege, weil also die Lebensgeschichte also eben berichtet, dass er als Kind vor einem Bienenschwarm gerettet worden ist, der sich auf das Baby da stürzen wollte. So, nächster Zustand. So, was natürlich gleich bleibt, ist das Gesprenge, also das ist nicht wandelbar. So, jetzt haben wir also sozusagen einmal die Flügel zugemacht und im nächsten Zustand werden wir also dann auch noch die äußeren Flügel schließen und haben also dann die Lebensgeschichte des heiligen Wolfgang vor uns, der heilige Wolfgang, also der Patron der Kirche, über den genau zur Zeit, als der Auftrag erteilt worden ist, so um 1470 herum, so eine Legendensammlung niedergeschrieben worden ist. Und ich nehme ja wohl an, also dass der Abt das dem Michael Bacher gezeigt hat, also das will ich dargestellt haben. Übrigens, die Themen der Bilder kommen nicht in dem Vertrag vor. Also darüber hat man sich entweder mündlich geeinigt oder man hat später überhaupt erst sich entschlossen, Flügel anfertigen zu lassen. Kann auch sein. Hier ist also, wie gesagt, das Leben des heiligen Wolfgang dargestellt. Hier predigt der heilige Wolfgang in einer Kirche. Die Gläubigen sind um ihn versammelt. Also man sieht, da gibt es also nur da so Faltstühle. Im Schlossmuseum drüben haben wir zwei stehen. Also die kann man zusammenklappen. Ja? Und die lauschen also dann im Wolfgang, aber eine hat bemerkt, da gibt es einen Störenfried, ja, also da macht sozusagen eine Gegenveranstaltung auf und das ist also der Teufel, der also da ganz laut irgendwelche unanständigen Geräusche von sich gibt und die Predigt, also da eben unterbricht, also der, da hat man ja auch den Eindruck, der schaut darauf, was denn da los ist. In der nächsten Szene ist also in der Regensburg eine Hungersnot und der heilige Wolfgang, der Bischof dort war, öffnet die kirchlichen Speicher, um der hungernden Bevölkerung beizustehen. Und das gibt also eben da gerade Anweisung, sozusagen das Getreide an die Familien und die alten Leute eben da auszuteilen. Da wieder so ein Begleiter in so engen, hautengen Beinlingen und ganz, also eine richtige Torheit sind diese spitzen Schuhe, nicht? Also wo man den Eindruck hat, das ist gefährlich und da kann man zu Tode stürzen drüber. Und wieder ganz ähnlich, wie wir schon gesehen haben, bei der Geburt, ein Blick in eine Gasse,
Also wo man den Eindruck hat, man ist wirklich sozusagen in einer mittelalterlichen Stadt, durch die also da Reiter sich begeben. Also auch so einen mittelalterlichen bischöflichen Palast hat also da wirklich sehr überzeugend wiedergegeben. Und der heilige Wolfgang, das ist also das Interessante, ist also immer in seiner bischöflichen Gewandung, also mit allen Insignien seines Amtes, also auch bei so alltäglichen Aktionen. Und also wirklich fast komisch ist die Szene, wo also wirklich als Bischof mit Mitra und kostbaren bischöflichen Gewändern eigenhändig die Kirche von St. Wolfgang errichtet. Bacher war ja, ich habe schon gesagt, bei der Vertragsunterzeichnung in Mondsee und da haben sie sich sicher auch die Kirche in St. Wolfgang angesehen. Er hat also gewusst, wie es dort aussieht. Und da hat er sich offenbar wirklich bemüht, so ein bisschen die Gegend um den Wolfgangsee wiederzugeben. Also diese Berge, die gibt es wirklich so, also zumindest so ähnlich. Ja. Also wenn Sie mal dort wandern waren, dann wissen Sie, also ganz so schaut es nicht aus. Aber es ist zumindest das Bemühen da. Das Bemühen ist auch da, also sozusagen die Werkzeuge getreu wiederzugeben, also da die Haken, Schaufeln und so weiter, mit denen da der Mörtel gemischt wird. So, und die letzte Szene ist die Heilung einer Besessenen. Also das ist diese Dame, die also da offenbar gehalten werden muss, weil sie einen epileptischen Anfall oder irgend sowas hat. Und der heilige Wolfgang sitzt also da auf seinem bischöflichen Stuhl vor der Kirche und heilt sie und da kommen dann schon die Nächsten daher. Also das ist ja offenbar da ein Gehbehinderte und ja, der ist offenbar überhaupt der halbe Fuß amputiert. Also die Lahmen und die Kranken kommen zu ihm und werden geheilt. Und die Hauptszene ist eigentlich nicht das, sondern die Hauptszene ist die Nebenszene, nämlich diese Baustelle da hinten. Und das hat sich wieder Bacher von den Italienern abgeschaut, also eben aus dem Mantegna-Kreis, wo es sowas gibt, ein Baugerüst, wo also da die Handwerker hin und her laufen und gerade also eben diese Kirchenfassade fertigstellen und vollenden. So, und zum Abschluss kommt dann jetzt noch die Inschrift, von der ich schon gesprochen habe, also hier ganz stolz und für jeden sichtbar, also das sieht man auch mit Freinamen, Benedictus Abbas, also der Benedikt zu Mansee, also zum Mondsee, hoc opus, hat dieses Werk Fieri Fecit, das er machen lassen und vollendet, complevit per magistrum, also durch den Meister Michael Bacher aus Bruneck, Brauneck ist geschrieben, Anno Domini 1481, das ist das Vollendungsdatum. Und das Ganze wird also flankiert von zwei Gurtwappnern, wie es im Vertrag heißt, also von Schreinwächtern, das sind gerüstete Figuren, die den Schrein sozusagen bewachen und die sind in ihrer Bewegung so ausgelegt, dass man fast den Eindruck hat, dass sie sich also so um die eigene Achse drehen und sie scheinen also da wirklich die Bewegung der Altarflügel sozusagen nachzumachen. Die sind natürlich nur sichtbar, wenn also der Altar vollkommen geschlossen ist, weil sonst sozusagen verschwindet es ja hinter den geöffneten Flügeln. Mit dieser Künstlerinschrift möchte ich also diese Betrachtung dieses wunderbaren Altares beenden. Wäre natürlich noch sehr viel anderes zu sagen, aber ich hoffe, ich habe zumindest einige Details erwähnen können und kann Sie nur auffordern, gehen Sie hin, schauen Sie sich das Original an. Das ist eine der wirklich schönsten und eindrucksvollsten Kirchen mit einem der schönsten, wenn nicht dem schönsten gotischen Flügelaltar weltweit. Danke. Ja, normalerweise würde an dieser Stelle natürlich jetzt Applaus von den anwesenden Besucherinnen und Besuchern erschallen für diesen tollen Vortrag, komplett aus dem Stegreif. Wir haben extra einen Tisch vorbereitet, wo der Herr Dr. Schulte seine Notizen hinlegen hätte können, aber man hat gesehen, er braucht keine Notizen. Es ist alles da drinnen und ja, war aus meiner Sicht wieder ein wunderbarer Vortrag zu diesem wirklich ganz besonderen Kunstwerk.
das wir hier in Oberösterreich im Original sich ansehen können. Und ja, ich glaube, das wäre wirklich ein Anlass, wieder mal nach St. Wolfgang zu reisen und sich dort diesen Altar in echt anzusehen. Und vielleicht werden Sie dann das eine oder andere Detail sich erinnern, was der Dr. Schultes hier jetzt gerade uns gebracht hat. Nächsten Donnerstag geht es wieder ein bisschen um ein anderes Thema, nämlich um eine Reise in den Weltraum. Dr. Dietmar Hager wird uns hier wieder ein bisschen was über die unendlichen Weiten erzählen. Und ich würde mich freuen, wenn Sie da auch wieder dabei sind. In diesem Sinne, herzlichen Dank, Herr Dr. Schultes. Danke an das Technikteam und noch einen schönen Abend. Danke sehr. Danke auch.